Egal, ob du deine Lungenkapazität steigern möchtest, weil du mehr Sport betreiben willst und da kurzatmig bist oder vielleicht zu rauchen aufhören möchtest oder schon aufgehört hast oder vielleicht krank warst, vielleicht hattest du eine Operation an der Lunge, dann ist dieses Video für dich, denn heute geht es genau darum. So, bevor wir mit den Übungen anfangen, ist noch eins wichtig zu wissen. Ihr solltet entweder aufrecht sitzen oder, falls das aus irgendeinem Grund unangenehm sein sollte, euch einfach auf den Rücken legen mit einem kleinen Polster, um den Kopf zu stützen. Als erstes zeige ich dir Isolationsübungen und würde empfehlen, dass du jedes Mal danach das Video pausierst und das dann selbst für dich ausprobierst und dann weiterschaust. Als erstes kommen wir zur Bauchatmung. Ich atme in den Bauch zweimal ein und aus. Und dabei wird sich hier oben hoffentlich nichts bewegen. Jetzt habt ihr also gesehen, beim Einatmen wird der Bauch größer, beim Ausatmen wird er kleiner. Und hier oben bewegt sich nichts. Wenn ich jetzt voll einatmen würde, würden sich die Rippen und die obere Hälfte der Lungen auch noch füllen und der Brustkorb sich vergrößern. Die zweite Isolationsübung ist die Rippenatmung, indem ihr entweder die Hände so auf die Rücken legt und versucht, euren Fokus dorthin zu legen, dass ihr genau in die Hände hineinatmet. Und dann würdet ihr spüren, wie die Rippen sich nach außen dehnen. Eine zweite Methode ist auch noch, einfach die Finger vor dem Brustkorb zusammenzuhalten. So, und dann beim Einatmen. Kommen die Finger auseinander. Der dritte Teil ist in den Brustkorb zu atmen. Das kann man genauso isolieren, wie in die Rippen zu atmen oder in den Bauch zu atmen. Man kann die Schulterblätter zusammenziehen, die Schultern leicht nach hinten, muss aber nicht sein. Aber wichtig ist eben, nicht mit rundem Rücken sitzen, weil da funktioniert weder Bauch noch Rücken noch Brustatmung besonders gut. Also, Brustatmung ohne in den Bauch zu atmen sieht so aus. Und nun kommen alle drei Übungen zusammen. Es ist ein fließender Übergang, wenn du zuerst in den Bauch, dann in die Rippen und zum Schluss in die Lungen atmest. Wenn dir das schwer fällt, lass die Rippen weg, atme einfach in den Bauch und dann in die Brust. Und dann atmest du langsam wieder aus. Diese Übung sieht so aus.
Wenn du das jetzt selbst ausprobierst, wirst du merken, wenn du ganz, ganz viel in den Bauch atmest, bekommst du dementsprechend weniger in die Rippen und in die Lungen. Außerdem hast du vielleicht bei mir gesehen, dass der Bauch, der zuerst bei der Bauchatmung sehr groß wird, dann, wenn man in die Rippen und die Lungen atmet, wieder flacher wird. Das ist auch normal. Und beim Ausatmen ist es egal, welchen Bereich du zuerst ausatmest, da lässt du die Luft einfach nur langsam ausströmen. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie euch dieses Video gefallen hat, nämlich ob es euch leicht gefallen ist, die isolierten Übungen zu machen, ob ihr vielleicht schon einen Unterschied gemerkt habt bezüglich eurer Kurzatmigkeit oder ob ihr euch vielleicht entspannter fühlt, nachdem ihr diese Übungen mit mir gemacht habt. Wenn ihr nicht schon längst kommentiert habt, dann bitte schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch ergangen ist. Und wenn ihr das Video hilfreich fandet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Clip teilt mit allen, die euch am Herzen liegen.